Gelber ist tot. Guck mir hier ein Geist entgegen geflogen, hä? Hey. Ist nie so. Doch. Cool. Das Bild ist ja... Sieht ja geil aus hier, oder? Voll spooky, ey. Das sieht echt geil aus. Da haben sie sich so richtig ins Zeug gelegt hier. War da oben was? Nee. Cool, cool, cool. Aber auch nichts. A hell of a ride, sozusagen. Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Ich weiß zwar nicht, was ich damit verursacht habe. Ah, hier ist was aufgegangen, glaube ich. Jo. Du hast was gefunden. Ja, ich habe... Aua. Voll erschrocken hier. Du hast ja die Geisterbahn nicht kaputt. Cool, cool, cool. Okay, nächste Stage. Guck mal, Mäuse, die mit leuchtenden Augen und so. Da das Bild. Oh, cool. Und hier die Spinnen mit den glühenden Augen. Und der Elektrokasten mit den glühenden Augen. Und ein Geisterbuch. Die Wagen sind auch schön hier, ne? Oh, die Maus ist was größer geraten. Oh, ist die nächste Stage. Tragbares Gerät erkannt. Cool. Was ist das denn? Ich hab's nicht gefunden. Er hat zwar was gesagt, aber ich hab's wahrscheinlich nicht gefunden. Wahrscheinlich immer durch irgendeine Tür müssen. Cool. Vielleicht muss doch gar nicht durch die Tür, weil da ist das nämlich. Cool, cool, cool. Oh, er hat das Licht ausgemacht. Ja, das Licht. Wer war das? Wer hat an der Uhr gedreht? Oh, guck dir mal an, wie groß die ist. Oh, wir sind da. Schade. Ja, da ist ein Laptop, Papa. Okay. Ein Dildo mit einer Heizspirale hätte ich jetzt geschätzt. What? Hast du sowas gefunden? Feinde erkannt.
Oh. Aus dem Hinterhalt der Cleaners überleben. Was ist passiert? Was auch immer. Gerade so, komm, ausweichen. Gerade so. Nachdem sie alles gecleant haben. Fühlte sich aber nicht gerade so an, oder? Mhm. Immer diese Cleaners. Die sollen endlich mal ein Zewa nehmen oder ein Tempo. Oh, oder was zu trinken. Gerechtigkeit willst, dann müssen wir zusammenarbeiten. Oh, Schreibmaschine. Die Cleaners trauen keinen Fremden. Sie trauen dir. Ich bin keine Fremde. Ich will nur helfen. Sie werden wissen wollen, wo die Infos herkommen. Du warst ein Agent. Sie wissen, wie einfallsreich du sein kannst. Und wenn sie weiter bohren, sag ihnen, es war kein Sieger. Okay. Wann kannst du es mir besorgen? Sofort. Sag mir einfach mal. Ja, genau. Jederzeit. Oh, nicey nice. Sie übertrumpfen sich selber jedes Mal hier mit dem Szenario. Das haben sie richtig geil hingekriegt. Kabumse hat er gemacht. Hat sich aber nicht überlebt. Das reicht. Help. Sag die, die immer am Essen ist. Ja, ne? Das ist reiner Neid. Reiner Neid. Mhm. Also sprich ständig. Sieht aus, als warten die auf sie. Rechnen sie mit Gegnern im alten Park. Den Vergnügungspark durchqueren. Gegner im alten Park. Gegner im alten Park. Was erzählt die denn jetzt hier für einen Quark? Als ob Gegner Lust auf Achterbahn denn hätten. Die wollen doch viel lieber einen richtig schön verstecken. Klang ein bisschen komisch, zugegebenermaßen. Ich kriege aber relativ tolle Sachen, aber warum kann ich die nicht? Ja, ich krieg auch viel, viel schöne bunte Smarties. Hier ist noch ein Gerät. Und eine Waffenkiste. Sie kennen meinen Standpunkt, Kina. Ja, Vivian. Das ist dir wichtig. Wir brauchen Gerechtigkeit für deine Familie. Wissen Sie, wo er ist? Ja. Hier hinten, Kirk. Sind Sie sicher? Das Last Man Bataillon hatte ihn. Als die Black Task aufgetaucht ist, haben sie... Ja, hier rein, in den Container rein. Tschernenko war die ganze Zeit bei ihm. Der russische Hurensohn wird für seine Taten bezahlen. Der russische Hurensohn? Was sind das für Ausdrucksweisen in einem für Jugendliche geeignetem Spiel? Sowas würde ich doch nie sagen. Oder, Dirk? Genau. Als christlich-katholisch erzogener Jugendlicher.
Ja gut, das mit dem Jugendlicht war vielleicht nicht ganz so treffend. Oh, geil, ein Tassenkarussell. Ich liebe Tassenkarussell. Aber ich liebe nicht, wenn Typen mit dicken MGs durch die Gegend laufen. Granate hat mich erwischt, ich muss nachladen. Gelbe ist, glaube ich, down. Weil ihr zu blöd seid, vernünftig Stellung zu beziehen. Und ich zu blöd bin, frühzeitig genug nachzuladen. Die Person steht wieder. Ja, die Person steht wieder. Was denkst du denn? Da hilft Viagra. Ich sitze hier in der Klemme. Medic ist down. Und der Rest ihrer Patrouille wurde ja, nordöstlich ihrer Position. Da wimmelt es von Cleaners. Guten Tag, möchten Sie ein Foto kaufen? Ein Foto kaufen? Ja, ein Foto kaufen. Wollen ein Foto kaufen? Ein Foto kaufen. Aber nicht viel, wa? Nö. Aber langweilig. Langweiliges Karussell. Echt jetzt? Und genau da, wo ich gerne mal drauf gehen würde, nämlich auf der Achterbahn, genau da darf man nicht hin. Oh. Vielleicht kommen wir noch dahin. Schiffschaukel. Ja, da leuchtet noch was. Ja, also tschüss. Ich bin einmal rum. Dankeschön. Ja. Aber ich glaube, deine Frau hat mich heute Morgen nicht erkannt. Weiß ich nicht, ob sie dich erkannt hat. Ich habe dich erkannt. Echt? Ja, logisch. Danke alle. Doch, ich habe dich erkannt. Nee, du hast ja auch die ganze Zeit dann so sail away, bright away, dream your dream. Dann so bright away. Genau. Anja, du hast ihn doch erkannt heute Morgen, oder? Scheiße, Vorsicht, er kommt runter. Dirk. Ach du Scheiße. Du, klar. Ja klar, ich sag einfach ja. War spät, aber erkannt. Genau. Sie hätte auch Hallo gesagt. Ja, ich war zu schnell, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber da war erst so Fahrradfahren. Aber Respekt, dass er mit dem Fahrrad zu arbeiten. Ja, Respekt for the Sportsman. Hyper. Manchmal treffen die aber echt gut, ne? Dolores Jones. Ich dachte, du wärst längst tot. Aber du bist eine harte Nuss. Komm aus deinem Loch rausgekrochen, du feiges Arschloch. Und ich werde genau, zeigen, sag's. Wie hart ich bin. Danke, aber wir sind hier fertig. Und sein Er ist. Was ist das Radio? Nina! Oh.
Oh, hier ist noch ein Tor. Hier ist ein Radio. Agent? Ja, ich komm. Ich sehe Dolores und die restlichen Mitglieder ihrer Einheit bei der eingestürzten Achterbahn. Oh. Wir sind bereit. 16 Uhr. An der Anlegestelle der Fähre. Scheiße, ja. Toll, dass Sie den Wichser gefunden haben. Immer nützlich, Insider zu kennen. Werden wir den Insider mal treffen? Genug jetzt. Sorry, ma'am. Okay. Aber wie kriegen wir das Tor schon wieder auf? Die Asche von Tschernenko aufsammeln. Ja. Also, dann kommen wir auch darüber. Ja, kommen wir. Eine coole Idee, wa? Super cool. Schon fast wie gewollt, du. Aber nur fast. Oh. Achterbahn geht nicht mehr so gut. Ich glaube, damit fahren wir nicht nochmal, oder? Nein, heute nicht. Heute mal nicht. Könnte gefährlich werden. Ja, hier steht auch, man soll auf dem Sitzplatz bleiben. Und die Hände innerhalb des Wagens lassen. Innerhalb der Hose. Genau. Ding dong. Ich. Explodiert. Einer weg. Wieder einer. Nein, wir wollen gar nicht kommen. Doch. Du sagst nicht von, nein. Wir sind nicht von der Seite. Ich liege. Sie ist genau vor mir gespawnt. Da half nur A, schreien und weglaufen. Nee. Hinter dir? Da steht ein Geschütz, sagt er. Echt? Hat aber gut gemerkt. Hast du die Bombe noch abgekriegt, oder? Ja, volle Kanne. Danny. Danny ist weg. Gelber. Hinter uns sind weg. Nachladen, gelb ist weg. Da hinter uns war auch ein Heli, ne? Das ist weg. War oben. Fuck. Ich hab mal Hallo gesagt. Das war lieb von dir. Ich finde das schön, dass du immer so freundlich bist, selbst in Kampfsituationen. Ja. Agent, wollte zieht sich Black Tusk zurück. Mal Hallo sagen. Hallo erstmal. Wussten Sie, ob Sie wussten? Ich stehe gerade hinter Ihnen. Genau, und knallt Ihnen das Hirn weg. Aber so richtig. Sodass es gegen sämtlichen Wänden pratscht. Irgendeiner hat die Drohne kaputt gemacht. Glückwunsch, Agent. Sie haben Tschernenko.
Ist okay, behalten Sie ihn. Er hat seinen Zweck erfüllt. Die Operation lief runder, als ich erwartet hatte. Daran hatten Sie Ihren Anteil. Muss frustrierend sein. Ich bin hier und Sie sind dort. Aber nicht vergessen. Ich werde Ihnen immer einen Schritt voraus sein. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Ich kontrolliere alles. Wir sind auch bald da. Weil ich keine Angst davor habe. Sie befolgen Befehle, weshalb Sie nie gewinnen. Wir sehen uns dann. Ja, wir sehen uns dann. Okay. Ist ein bisschen hardcore drauf, ne? Kinderlicher Hurensohn. Da hat nicht nur Black Tusk geleimt, sondern uns cool. Gleich mit. Immerhin haben wir Tschernenko und können herausfinden, was er weiß. Tschernenko. Eindeutig, dass China etwas Großes plant. Ling Hang Hong. Tschernenko ist eigentlich doch. Chinas Pläne hoffentlich stoppen. Sehr gut, Agent. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu arbeiten. Ja, uns auch, glaube ich. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Oder? Ja, es hat Einsatz verlassen. Einsatz verlassen. Warum? Keine Ahnung. Ich will mich auch noch weiter umschauen. Nacht. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Mit einem Achterbahnwagen. Achterbahn. Ja, die haben zumindest, die Leute, die damit gefahren sind, haben zumindest die Fahrt ihres Lebens gehabt. Da hast du recht. Ja. Tja, die eine Tür haben wir nicht mal geöffnet gekriegt, ne? Aber keine Ahnung, irgendwann kriegen wir es mal raus. Irgendwann kriegen wir die. Tja, hier scheinen auch keine Sammelobjekte mehr zu sein, nichts mehr. Das müssen wir nichts davon. Wir können nur noch abreißen quasi. Abreißen? Reisen. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Schnellreise zu diesem. Zu diesem was? Zu dem Haupteinsatzgebäude da, zu dem Safe House. Oder? Ja, bin da. Und du? Ich nicht. Bei mir geht's irgendwie nicht. Ah doch, jetzt geht's. Er lädt noch. Er ladet es noch. Er ladet tit. Oh, hier können wir nochmal Bowling spielen gehen. So richtig. Aber so richtig. Stehen alle wieder die ganzen Pins. Gut. Dann würde ich sagen, danke Leute fürs Zuschauen. Wir haben jetzt mal eben 3 Folgen, glaube ich, haben wir aufgenommen. Und von daher, ja, wir gehen jetzt CS gleich spielen und wir danken euch fürs Zuschauen und sagen bis morgen. Tschüss. Bis dann. Genau.